Hallo und willkommen, liebe Mystery-Freunde. Die ägyptischen Pyramiden und hier im Speziellen die große Pyramide von Gizeh, die Cheops-Pyramide, die sogenannte Cheops-Pyramide, die sind ja immer wieder für Schlagzeilen gut, aber auch für archäologische Forschungen und auch für Spekulationen. Und natürlich gibt es in Ägypten auch eine Person, die ist auch immer für Schlagzeilen und Neuigkeiten gut. Und zwar ist es Ägyptens letzter Pharao, Dr. Sayawas, den ihr natürlich nicht nur hier von meinem Kanal her kennt, sondern auch aus diversen Mainstream-Dokumentationen, die sich mit dem alten Ägypten befassen, speziell auch Pyramiden. Und er hat ja da immer wieder großartige Entdeckungen gemacht. Er allein natürlich, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und ist eigentlich überhaupt nicht aus dem Mainstream wegzudenken, wenn es um das alte Ägypten geht. Aber er hat jetzt ein kurzes Interview gegeben, und zwar mit The Sun, und zwar die US-Ausgabe von The Sun, eine Boulevardzeitung, eine Regenbogenzeitung, so muss man schon sagen. Aber hat da irgendwie so ein Skype, so ein Online-Interview gegeben, um dort zu berichten, was er denn so für Pläne hat mit der Cheops-Pyramide, um dort seine Forschungen weiter zu betreiben. Das war schon sehr interessant, was der da gesagt hat. Er wird dort vorgestellt als Spitzenarchäologe, und er hat tatsächlich in naher Zukunft Pläne, dort weiter sogenannte Geheimkammern in Anführungszeichen zu erforschen. Und hier muss man direkt vorneweg erstmal sagen, das ist schon ganz erstaunlich. Ihr wisst ja alle von dieser Kammer, dieser recht großen Kammer oder dieser Gang, der über dem Originaleingang an der Nordseite gefunden wurde und auch fotografisch dokumentiert wurde. Dazu werde ich euch unten mal in der Videobeschreibung ein Video verlinken, was ich dazu gemacht habe. Da ist natürlich noch viel weitere Forschung notwendig, genauso wie über der großen Galerie, diese Big Void, die da mit den Millionen-Scans entdeckt wurde. Aber darum geht es ja nicht bei dem Sayawas-Interview. Er hat etwas ganz anderes im Sinn, und zwar möchte er den sogenannten Gantenbring-Schacht weiter erforschen. Den müsstet ihr eigentlich auch kennen. Das ist ja einer dieser sogenannten Luftschächte in Anführungszeichen in der Kammer der Königin, also unter der Kammer des Königs, so mittig der Pyramide, so ganz grob mal gesagt. Und da ist ja im Jahre 1872 der Raymond Dixon hingegangen und hat so die Wände abgeklopft und hat dann gemerkt, da ist eine hohle Stelle, hat es aufgemeißelt an beiden Seiten, an der Nordseite und der Südseite dieser Kammer, und hat dort kleine Korridore entdeckt, so rund 20 mal 20 Zentimeter, hat sie so aufgemeißelt. Dann, oh, was ist denn das? Das ist alles ganz rätselhaft, konnte aber nicht viel erreichen, konnte da ein bisschen mit Stangen drin rumstochern. Auch spätere Archäologen bzw. Ägyptologen oder Abenteurer haben das getan. Ein sehr langes Thema. Aber dann kam der März 1993. Dann kam der deutsche Ingenieur Rudolf Gantenbrink in Zusammenarbeit mit dem DAI, mit dem Deutschen Archäologischen Institut in Kairo, hier im Speziellen mit Professor Dr. Rainer Stadelmann, der war damals der Leiter des Deutschen Archäologischen Institutes, und es hieß dort, die Cheops-Pyramide, die leidet unter den Besuchermassen. Wir müssen mal schauen, wie können wir die besser belüften. Also fuhr er mit einem kleinen Roboter, mit mehreren Robotern, dort in diesen Gang hinein. Und zwar mit dem Roboter UPO 2 machte er dann nach grob 64 Metern eine sensationelle Entdeckung, die damals sehr groß aufgebauscht wurde. Und zwar stand auf einmal dieser Rover, dieser Roboter, vor einer Steintür, auch wieder in Anführungszeichen. Auch 20 x 20 cm klein, zwei metallene Beschläge da dran, und dann war großes Rätselraten. Was ist denn dahinter und was mag sich da verbergen? Gibt es da geheime Kammern? Sind da Schätze drin, Mumien und was alles spekuliert wurde? Dann gab es natürlich ein Zerwürfnis mit dem Deutschen Archäologischen Institut und dem Rudolf Gantenbrink. Da waren dann irgendwie die Forschungen erstmal auf Eis gelegt, da ging es dann nicht weiter und da hat sich überhaupt nichts getan. Und so wurde dann halt viele Jahre spekuliert, was hat es damit auf sich, genauso wie über diese sogenannten Dixon-Artefakte, die er aus diesem Stollen damals im 19. Jahrhundert herausgeholt hat. Auch dazu werde ich euch unten mal etwas verlinken, weil das ist auch schon sehr spannend, diese Objekte, diese Artefakte, vor allen Dingen, weil ein Holzartefakt sich später bei Radiokarbon-Datierung als älter als die Pyramide an sich herausgestellt hat, ist aber ein anderes Thema. Aber dann kam der 17. September 2002, und hier hat die ägyptische Altertümerverwaltung mit National Geographic zusammengearbeitet, und sie haben einen Rover neu entwickelt, den haben sie einfach Pyramid Rover genannt, und sind dann wieder in diese Gänge hineingefahren und wollten doch mal gucken, was ist eigentlich hinter diesem Sperrstein, den Rudolf Gantenbrink im März 93 entdeckt hat. Haben da also ein Loch durchgebohrt und eine Kamera durchgeschoben,
Museum und haben dann in einer großen Live-Show, einer sogenannten Live-Show mit Zeigers am frühen Morgen da durchgebohrt und reingeguckt und haben gesehen, oh, dahinter ist halt noch ein Stein, und dann war diese Sendung auch schon zu Ende. Ein Thema, über das viele Archäologen gelacht haben und auch heute noch drüber lachen, auch natürlich im speziellen Ägyptologen, obwohl bei dem Guardian zum Beispiel der Zeigers einen Artikel veröffentlicht hat, den seht ihr gerade mal so im Bild, und da fasst er mal so diese Ergebnisse in Sachen Gantenbringschacht zusammen, und da schreibt er ganz stolz, das wäre also eine tolle Show gewesen und die Ergebnisse wären ganz sensationell gewesen und ganz toll gewesen, aber in Wirklichkeit war das eigentlich nur irgendwie jämmerlich, was da gezeigt wurde. Ich habe es mir damals auch am 17. September 2002 live angeschaut am Fernsehen und es war wirklich traurig. Aber dieser Stein selber ist nur 6 cm dick und dahinter in 21 cm Entfernung war halt diese zweite Tür zu erkennen. Diese Kammer, die sich dahinter befindet, ist wirklich auch sehr, sehr winzig. Sie ist 19 x 23 x 23 cm groß, also wirklich sehr winzig, gerade mal so ein Schuhkarton. Aber natürlich wurde viel diskutiert, geht es vielleicht auch noch dahinter weiter und was ist da und warum soll dieser Hohlraum da, was hat der für eine Funktion? Das wird eigentlich bis heute noch diskutiert. Aber dann gab es natürlich noch weitere Untersuchungen, weitere Missionen, zum Beispiel nur einen Tag später. Da wurde nämlich auch am Nordschacht dort in dieser Kammer der Königin so eine Sperre gefunden und so. Und bis zum Außenwand der großen Pyramide sind es noch rund 13 Meter, ist also viel Platz eigentlich für Spekulationen und Ideen, was sich dahinter verbergen könnte. Aber natürlich ging die Forschung dann weiter, zum Beispiel im Juli und Dezember 2009 und vor allem am 29. Mai 2010. Da wurde der Roboter Jedi dort hineingefahren und nach den ersten Probefahrten, die halt so 2009 dort vonstatten gingen, haben sie damals eine Kamera nochmal durchgesteckt, die sich auch drehen konnte und bewegen konnte. Sie konnte den Boden filmen, sie konnte die Rückseite dieses ersten Speersteins filmen, das ist der mit diesen Beschlägen, konnte das so dokumentieren, konnte ein paar Ultraschallmessungen machen und so weiter und so fort. Das war dann auch wieder eine Sensation, da auf dem Boden dieser Kammer, ich nenne sie einfach mal Kammer, dieses Schuhkartons dort, Hieroglyphen entdeckt wurden, so Schmierereien in roter Farbe, 1 Zentimeter groß, die Buchstaben. Ich zeige euch mal ein paar Bilder, die Aufnahmen sind meistens nur sehr schlecht davon, aber das wurde dann auch wieder viel diskutiert und dann heißt es, oh, was mag das sein, was kann das bedeuten, sind es irgendwelche Zeichen, die ägyptischen Baumeister dort hinterlassen haben beim Bau der großen Pyramide von Gizeh, oder haben die tatsächlich irgendwie eine theologische Bedeutung, eine spirituelle Bedeutung, aber diese Forschung ging dann eigentlich nicht wirklich weiter. Das hat sich irgendwie so im Sande der Wüste von Ägypten verloren und natürlich möchte Tsai-Hawass, da ja der große Entdecker ist, hier weiter forschen. Denn Tsai-Hawass, der ja gerade vor allen Dingen auch bei der Durchbohrung dieses Speersteins aktiv beteiligt war, ist natürlich stolz wie Hulle, stolz wie Oscar auf diese Entdeckung, die er ja als großartige Entdeckung gefeiert hat. Übrigens ganz kurz nochmal eingeworfen, direkt danach, als die Kamera durchgeschoben wurde, war die Live-Übertragung zu Ende, plupp, und nichts war mehr zu sehen. Dann fing im deutschen Fernsehen zum Beispiel, das wurde glaube ich auf ARD oder auf ZDF übertragen, das Morgenmagazin an, also das Frühstücksfernsehen vom ZDF. Und hier frage ich mich seitdem immer, was wäre denn, wenn dahinter eine spektakuläre Entdeckung zu sehen gewesen wäre, die unbedingt von Tsai-Hawass oder anderen dort anwesenden Ägyptologen und Forschern oder Technikern kommentiert werden müsste. Da war überhaupt keine Zeit mehr, überhaupt kein Spielraum mehr. Die wussten also meiner Meinung nach ganz klar im Voraus, was sich dahinter verbirgt. Aber wie dem auch sei, der US Sun gegenüber sagte Tsai-Hawass ganz stolz, im Inneren der großen Pyramide habe ich die sogenannten drei Türen gefunden. Er bezieht sich da auf die verschiedenen Schächte, aber die hat er natürlich gefunden. Und dieses Rätsel soll unbedingt gelöst werden, denn es sei die wichtigste Entdeckung, die ihm, also Hawass, mehr Fragen als Antworten eingebracht hat. Und eine der erstaunlichsten Entdeckungen ever sei das gewesen. Das hätte ihn seitdem überhaupt keine Ruhe gelassen. Und deshalb möchte er am 5. Dezember mit einem Team von Archäologen selbstverständlich unter seiner Führung hier die Forschung wieder aufnehmen. Man möchte zum Beispiel von außen mal versuchen, da irgendwie heranzukommen. Also von der Außenseite. Man möchte das alles mal reinigen, ob es da irgendwie eine Verbindung gibt und was das so alles damit auf sich hat.
Sie sprechen also nicht davon, beziehungsweise Hawass spricht nicht davon, gegenüber von der US Sun, dass da irgendwie jetzt nochmal ein Rover reingeschickt werden soll, sondern er möchte die Forschung da wieder aufnehmen, weil das lässt ja keine Ruhe. Seine sensationelle Entdeckung, die er ja quasi ganz alleine gemacht hat. Vielleicht hat er sich verkleinert und ist da reingelaufen. Also seine Aussagen muss man schon immer doch mit ein Augenzwinkern so hinnehmen. Aber er hat der Sun gegenüber noch andere Statements abgegeben in diesem Interview. Und zwar möchte er ein für alle Mal das Rätsel lösen und die Fragen beantworten, was sich denn dahinter verbirgt. Und er hoffe, das Geheimnis der großen Pyramide zum ersten Mal zu lüften. Und wortwörtlich sagt er was auch noch dazu: Ich denke, dass die geheimen Türen, die ich im Inneren der großen Pyramide gefunden habe, bis jetzt eine Entdeckung sind, die viele Fragen und viele Antworten erfordert. Also tatsächlich nochmal unterstreicht er, dass er der große Entdecker ist, der diese Türchen da entdeckt hat, wobei man natürlich ganz klar sagen muss, der erste Entdecker ist ganz klar nicht ein Forscher aus dem Bereich der Ägyptologie oder Archäologie, sondern ein Techniker aus München. Das ist halt der Rudolf Gantenbrink gewesen. Deshalb nennt man die halt auch Gantenbrink-Schächte, ist irgendwie keine offizielle Bezeichnung. Aber er war halt im März 93 der Erstentdecker. Aber Hawass schreibt sich ja ganz gerne allen möglichen Entdeckungen so auf seine Person zu. Keine Ahnung, wahrscheinlich hat er ja sogar die Sphinx durch Zufall beim Spazierengehen in Gizeh da im Sand gefunden oder so. Aber schweifen wir nicht zu weit ab. Das alles soll, so hat er es gesagt, mit einem Archäologenteam, das er dann führen wird als Commander, am 5. Dezember losgehen. Wir werden am 5. Dezember garantiert noch überhaupt keine Ergebnisse zu erwarten haben. Also werden noch keine Ergebnisse kriegen. Das wird sich wahrscheinlich ein paar Wochen hinziehen, bis da mal irgendwie was in den Medien auftaucht, ob da was entdeckt wurde oder was da jetzt entdeckt wurde und was die jetzt speziell ganz genau da eigentlich so getrieben haben. Nur, wie ich eingangs schon sagte, ich finde es absolut verwunderlich, warum konzentrieren die sich jetzt auf diese Entdeckung, die ja schon sehr lange bekannt ist. Warum wird nicht bei den anderen Entdeckungen, die mit dem Ionen-Scan-Star vom Pyramid Scan Project entdeckt wurden und vor allen Dingen auch, warum wird nicht an dieser Kammer weiter mal genauer jetzt direkt erforscht und untersucht, die über dem Originaleingang sich befindet, die ja mehrere Meter lang und hoch ist, auch mit so einem Kraggewölbe. Hier wäre doch ein Ansatz, wo man vielleicht nochmal bessere Videoaufnahmen machen kann, bessere Kameras hineinführen kann, bessere Bildaufnahmen dort irgendwie anfertigen kann. Ihr habt ja gesehen, was ich da gezeigt habe. Das ist ja wirklich sehr miserabel, diese Bildqualität. Oder vielleicht in der großen Galerie, vielleicht findet man dann doch mal irgendwo eine Fuge, wo man so ein 0,5 cm großes, kleines Objektiv durchführen kann, um mal zu schauen, wo ist die Big Void, die ja bis zu 40 Meter lang ist, oberhalb der großen Galerie in der Cheops-Pyramide, dass man da mal so ein bisschen rumgucken kann, was ja seit Jahren auch angedacht ist. Hier sollte man erstmal weiter forschen oder neu ansetzen oder halt weitere Technologien dorthin bringen, um das zu erkunden. Das wäre ja jetzt viel spannender als jetzt dieser kleine Mini-Raum da und wo der hinführt, was natürlich auch spannend ist, damit ihr mich nicht falsch versteht, auch natürlich hochinteressant. Aber das ist meiner Meinung nach erstmal bei der Erforschung und Erkundung der großen Pyramide von Gizeh auf dem Gizeh-Plateau zweitrangig. Aber trotzdem ist es interessant, dass Zaya was sich wieder wunderbar in Szene gesetzt hat, weil The Sun ist zwar Regenbogenpresse, ganz klar, aber dieses Video-Interview, was er da gemacht hat, das wird wahrscheinlich noch so weitere Kreise ziehen. Ich weiß nicht, also ich habe nicht gesehen, dass das jetzt irgendwie großartig von anderen Medien übernommen wurde oder im deutschen Sprachraum habe ich da bisher bis dato noch gar nichts zu entdeckt. Aber wenn er dann wirklich irgendetwas findet, egal was es ist, vielleicht nur ein kleiner Pups, irgendwie ein bisschen, vielleicht findet er ein bisschen Sand oder so, er wird sowieso wieder als seine große Entdeckung aufbauschen. Es bleibt also spannend, dass Thema Pyramiden und natürlich die große Pyramide an sich auf dem Plateau von Gizeh ist ja wirklich ein Thema, was wohl niemals enden wird. Vielleicht vergleichbar mit den Phänomen der UAPs, das ja auch niemals endet. Ich finde so etwas spannend, beobachte das immer sehr aufmerksam, auch für euch. Werde natürlich dann in Zukunft nochmal ein neues Video machen, was der Hawass da alles Spektakuläres entdeckt hat, seiner Meinung nach. Und da könnt ihr mir deshalb gerne ein Feedback hier lassen, einen Daumen hoch und ein Abo, wenn ihr doch ganz habt. Dann sage ich mal Tschüss, ihr Lieben, bis zur nächsten Folge. Euer Mystery Lars.